Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Es ist ja schon schlimm genug, wenn eines unserer Organe von Krebs befallen worden ist. Aber noch schlimmer ist es, wenn der Tumor oder die Metastasen sich durch einen einfachen chirurgischen Eingriff nicht beseitigen lassen oder wenn auch andere Therapien nicht mehr helfen. Aber im Falle einer erkrankten Leber lässt sich da noch etwas machen und darüber sprechen wir heute. Mein Experte ist Professor Dr. Roland Brüning. Er ist Chefarzt der Radiologie und Neuroradiologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor. Gerne. Sagen Sie uns, Krebszellen in der Leber, in welchen speziellen Fällen können Sie denn dem Patienten helfen? Nun, die Arbeit eines interventionellen Radiologen ist immer im Kontext zu sehen zu den onkologischen Kollegen und zu den chirurgischen Kollegen. Aber es gibt spezielle Situationen, wo wir mit unseren Kathetertechniken helfen können. Da ist zum einen zu nennen die katheterbasierte Austrocknung eines solchen Herdes. Das kann man durch kleine Partikel erreichen. Man kann aber auch in einer präoperativen Situation gleich zweierlei machen. Zum einen diese Austrocknung und zum anderen auch das Lebergewebe, was gesund ist und was zukünftig bleiben soll, zum Wachsen zu bringen zum Beispiel. Ja. Und letztendlich gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wenn eine Chemotherapie bereits gegeben wurde und nicht mehr optimal hilft oder den Patienten schon belastet hat, dann kann man auch da noch in einzelnen Fällen eine Wirkung erzielen. Dann gehen wir doch mal von dem Fall aus, dass der Krebs sich so stark ausgebreitet hat, mit seinen Metastasen vielleicht auch, in dem Organ, dass das eigentlich zu groß wäre, um zu operieren. Da habe ich Sie jetzt so verstanden, dass Sie da diese Herde verkleinern können. Wie geht denn das? Man führt einen Katheter in die Leiste ein, unter lokaler Betäubung. Eine Narkose ist in der Regel nicht erforderlich. Aha. Und geht dann, das ist eigentlich schmerzfrei, in die Leberarterie und sucht dann die einzelnen Äste auf, die den Leberkrebs dann versorgen. Das ist so zu verstehen, dass diese Tumorzellen sich vorwiegend über die Arterien ernähren und die sind deswegen sehr gut erreichbar auf diesem Wege. Das Lebergewebe selbst ist ja doppelt versorgt, durch die Pfortader auch. Die lassen wir in diesen Fällen in Frieden, sodass das die hauptsächliche Wirkung der Therapie tatsächlich auf die Lebertumoren dann erfolgt. Und durch diese Nutzung von anatomischen Gegebenheiten können wir Konzentrationen von ungefähr dem Zehnfachen erreichen, zum Teil im Vergleich zu einer normalen Chemotherapie. Das heißt, was wir injizieren dann über den Katheter, ist sehr konzentriert und wirkt da lokal auch sehr, sehr gut. Hat diese Methode einen Namen? Das ist die sogenannte Chemoembolisation. Das ist die häufigst verwandte Methode, die wir machen bei solchen Situationen. Wie der Name sagt, zum einen Chemo, das heißt, da ist ein gewisses Anteil Chemotherapie tatsächlich dabei. Und es gibt auch kleine Partikel, die wir verbinden mit der Chemotherapie. Das soll bewirken, dass die Chemotherapie tatsächlich in diesen kleinen Tumorgefäßen noch etwas länger bleibt, im Zeitraum von Stunden bis Tagen, und die Wirkung sich dann nochmal verstärkt. Mhm. Und was erreicht man dann damit? Was ist dann am Ende anders als vorher? Also zunächst kommen die meisten Patienten bei uns ja in einer Situation, wo diese Herde am Wachsen sind. Ja. Sodass das erste Ziel natürlich ist, dieses Wachstum erstmal zu stoppen. Und wir wollen dann eine Situation erreichen, wo diese Herde kontrollierbar sind und anfangen zu schrumpfen. Das ist unser erstes Ziel in aller Regel. Ja. Und welche Belastung steckt dahinter für den Patienten selber? Denn das hört sich ja doch so an, man verändert ja irgendwie das Organ. Also es gibt natürlich Wirkung und Nebenwirkung, wie bei fast allen medizinischen Eingriffen. Die Nebenwirkung dieser Chemoembolisation oder verwandter Techniken ist als relativ selten zu bezeichnen. Es gibt Sachen wie Fieber, es gibt Sachen wie Abgeschlagenheit, es gibt Symptome wie Übelkeit, manchmal auch Erbrechen. Das kann man in der Regel aber mit einer milden medikamentösen Therapie relativ gut beherrschen. Mhm. Diese Eingriffe machen wir übrigens meistens in drei Zyklen mit einem Abstand von 5 Wochen, sodass wir dann einen gewissen Rhythmus haben. Die Patienten sind typischerweise 2 Nächte bei uns. Ja, und Sie sagten ja eingangs, das passiert in enger Abstimmung, auch mit den anderen Disziplinen. Ist das diese berühmte Tumorkonferenz, von der so oft die Rede ist, wo es dann besprochen wird?
Das ist so, ja. Die Tumorkonferenz bei uns findet mehrfach die Woche statt. Wir haben eine sehr enge Abstimmung da mit den internistischen Kollegen, vor allen Dingen der Onkologie und mit den chirurgischen Kollegen. Denn es muss natürlich immer gelten, dass wenn Sie einen chirurgischen Eingriff machen können und das dem Patienten helfen kann, dann sollte das selbstverständlich passieren. Ja, sodass unsere Rolle immer in diesem Wechselspiel zu sehen ist zwischen dem, jeder tut sozusagen für den Patienten das, was er am besten kann und was in dieser speziellen Situation auch am besten ist. Genau, in enger Abstimmung auch, genau auf den Ja, Patienten geschaut. Und genau. redet der Patient da auch mit? Selbstverständlich, ja. Wir machen ausführliche Aufklärungsgespräche, das ist ja auch Vorschrift, aber wir nutzen diese Gespräche natürlich auch, um den Patienten das für und wider darzulegen. Denn jeder Eingriff hat natürlich eine Chance und ein Risiko. Und nur wenn diese Balance auf der Seite der Chance ist, macht das ja Sinn, so einen Eingriff anzubieten. Ja, das stimmt. Jetzt hatten Sie eben gerade uns erklärt, wie man Metastasenherde oder auch Krebsherde verkleinert, damit man sie operieren kann. Es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, wo der Krebs in einem Leberteil sitzt und es ist nicht immer günstig, da wo er gerade sitzt. Und ich glaube, da können Sie auch helfen. Stimmt das? Es ist so, dass bei einer Erkrankung mit Lebermetastasen die chirurgische Therapie generell anzustreben ist, aber nur, ich sag mal, etwa ein Drittel aller Patienten operiert werden kann, primär, weil sich einfach häufig leider die Metastasen in verschiedenen Ecken von der Leber ansammeln und wachsen. So, da ist es so, dass wir versuchen, gerade hier in Barmbek durch spezielle Hypertrophie-Konzepte, ich erkläre gleich, was das ist, zu erreichen, dass der gesunde Anteil der Leber wächst, sodass man den gesamten Krankenanteil, der in der Regel relativ groß sein kann, herauszunehmen. Wenn man diese Konzepte nicht macht, dann hat man sozusagen einen großen Teil der Leber entfernt und man hat dann das Risiko, dass das Restgewebe der Leber einfach nicht ausreicht, um den Körper zu versorgen. Denn die Leber hat ja wichtige Aufgaben für den Körper, die sie natürlich weiterhin weitermachen muss. So, und das Wichtige ist da, dass wir sozusagen, meistens sind die Metastasen in der größeren rechten Leber, das gibt es gar nicht selten. Und wir wollen dann die linke Leber, also sozusagen zum Herzen hin, nach links rüber, zum Wachsen bringen. Und das machen wir so, indem wir durch einen Punktionszugang von rechtsseitig mit einer Nadel eigentlich punktieren, Ultraschall gesteuert und dann durch verschiedene Wendemanöver dann alle rechtzeitigen Fortäste verschließen, austrocknen, sodass der Nervstoffe aus dem Bauch dann nach links gehen und die dann sich über Wochen und zum Teil Monate vergrößert, immer weiter. Hätten Sie jetzt nicht gesagt Wochen und Monate, hätte ich gedacht, das klingt ganz einfach. Die eine kleiner, die andere größer. Aber es ist ein größerer Prozess vor der eigentlichen Operation. Diese Hypertrophie-Konzepte sind egal, wer sie macht. Es gibt die Alternative auch, dass die Chirurgen das machen. Es ist immer ein zweiseitiges Vorgehen. Das heißt, man muss schon natürlich sich darüber im Klaren sein, dass man eine gewisse Zeit braucht, um die Vorbereitungsphase und dann die eigentliche Operation jeweils zu planen. Ja, also dann ist man da lange dann im Krankenhaus dadurch? Nein, die Vorbereitung, diese sogenannte Fortaderembolisation, also das Punktieren und das Austrocknen, kann man mit ein, zwei Nächten im Krankenhaus abschließen und dann durchaus nach Hause gehen. Denn in der Regel haben Sie dann keine Beschwerden, keine besonderen in dieser Phase und danach kommt die eigentliche Operation. Ja, aber das Wachsen lassen dauert dann schon seine Zeit auf der Das anderen Wachsen Seite. lassen dauert in der Regel etwa 4, 5 Wochen, manchmal länger. Und wie oft sehen Sie dann den Patienten dazwischen während der? Nur einmal und zwar ambulant. Und Das ist dann. also nicht notwendig, dass der Patient lang bei uns bleibt. Und was machen Sie, wenn Sie die Leber sehr wohl mit einer Chemo behandeln könnten, wenn aber der Körper das vermutlich nicht verträgt? Auch das hatten Sie vorhin angedeutet, dass man da was tun kann. Es gibt spezielle Erkrankungsformen der Leber, die nicht gut operabel sind, weil häufig leider der Tumorknoten schon so groß ist, dass er eben nicht mehr gut operabel ist und es unglücklicherweise auch keine gute normale Chemotherapie gibt. So, in diesen Formen, ist es so, dass es ein neues Konzept gibt und das eine wirklich, ich sag mal hier für Norddeutschland, neue Entwicklung, und das ist die sogenannte Chemosaturation.
Was meine ich damit? Es gibt zwei vor allen Dingen Zelllinien, nämlich die des Melanoms und die des lebereigenen Krebses, vor allen Dingen des kohlangiozellulären Karzinoms, die kann man in der Regel schlecht behandeln. So, und hier ist es so, dass wir eine spezielle Technik haben, wo man zum einen das nutzt, was ich vorhin erklärt habe, nämlich mit einem arteriellen Katheter über die Leiste in die Leberarterie sondiert und da hochkonzentriert dieses spezielle Medikament dann injiziert. Wir können aber mit der Konzentration noch deutlich höher gehen, deswegen, weil wir über die andere Leiste einen zweiten Katheter in die Vene einführen und den über zwei aufblasbare Ballons so positionieren und verschließen, dass alles Blut, was aus der Leber sozusagen in den Körper normal strömen würde, abgesaugt wird über eine spezielle Pumpe und über einen Filtermechanismus gereinigt wird außerhalb des Körpers und dann dem Körper wieder zugeführt wird. Können Sie uns das zeigen? Das kann ich gern zeigen. Dafür habe ich eine Grafik dabei. Das soll mal kurz darlegen, wie das funktioniert. Und zwar ist hier eine Schemazeichnung des menschlichen Körpers. Hier zu erkennen, die eine Leiste wird punktiert auf dem arteriellen Weg und hier geht ein kleiner Katheter in die Leberarterie. Das ist soweit klar. Das machen wir relativ häufig. Und in diesem Fall ist es so, dass wir einen zweiten, etwas größeren Katheter einbringen, praktisch auf dem gleichen Wege, nur eben venös. Und hier mit zwei Ballons, die sozusagen den Rückstrom von der Leber hier speziell blockieren und absaugen über eine Pumpe, über ein spezielles Filtersystem, was eine sehr gute Filtrationsrate hat und dann das Blut über eine Halsvene zurückführen. Das ist wie eine Herz-Lungen-Maschine. Daran hätte mich das jetzt erinnert. Das ist ein bisschen aufwendigeres technisches Vorgehen, wird aber sehr gut vertragen. Ja. Das machen wir in der Regel in einer leichten Narkose. Nicht, weil das besonders schmerzhaft ist, sondern weil einfach eine gewisse Zeit da ist, bis alles installiert wird. Und wir haben persönlich hier sehr gute Erfahrungen gemacht hier in Barmbek. Wir sind momentan das einzige Zentrum im Großraum Hamburg, was das anbietet. Und machen das nicht bei allen Zelltypen, sondern vor allen Dingen bei denen, wo wir wissen, dass das gut anzuwenden ist. Und das sind eben vor allen Dingen die Melanome, Hautmelanome oder Aderhautmelanome und eben spezielle lebereigene Tumoren. Dafür setzen wir das ein. Wie lange dauert dieser Prozess? Die Behandlung selber dauert etwa 3 Stunden mit allem. Die eigentliche sozusagen Durchflutung der Leber, die dauert nur 1 Stunde. Das heißt, wir bauen 1 Stunde auf, positionieren alle Katheter und haben dann 1 Stunde Behandlungszeit. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es darum, ein Chemomedikament in die Leber zu bringen, das so hoch konzentriert ist, dass der restliche Körper das nicht so gut vertragen würde. Habe ich Sie so richtig verstanden? So ist es ja. Wir dosieren dieses Medikament, das ist das Melphalan, sehr hoch in der Leber, weil es dann einfach auch eine bessere Wirkung entfaltet. Und würden wir das ungefiltert in den normalen Körper geben, dann wäre das schon eine sehr hohe Dosis. Und das wollen wir natürlich nicht, weil hohe Dosis im Körper auch Nebenwirkungen macht. Ja. Deswegen der Aufwand mit diesem Filter. Und wir haben da, wie gesagt, mit dieser Kombination von beiden sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, genau, das wäre meine Frage. Wie groß oder lässt sich der Erfolg schon messen? Das ist eine Therapie, bei der wir jetzt knapp 2 Dutzend Behandlungen gemacht haben, mit der wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Aber es ist nicht so, dass wir, weil die Therapie noch sehr neu ist, jetzt über Langzeiterfahrung verfügen. Das haben wir noch nicht. Wir haben aber bei den Patienten, die wir behandelt haben, jetzt, die sehen wir ja regelmäßig wieder, schon sehr gute Ergebnisse gesehen. Ja. Das ist schön zu hören. Bleibt mir noch ein letzter Aspekt. Es ist ja nicht immer so, dass man am Ende von erfolgreicher Behandlung sprechen kann. Dann tritt bei Ihnen die palliative Situation ein, wo es also darum geht, das Leben zu erleichtern, ohne dass man noch eine Heilung erhoffen kann. So umschreibe ich das jetzt mal. Auch in dem Zusammenhang, glaube ich, können Sie eine ganze Menge für den Patienten tun. Stimmt das? Also in einer Situation, wo eine Operation wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht möglich ist und die Patienten in der Regel eine Chemotherapie bekommen, um ein Fortschreiten der Erkrankung zu vermeiden, ist es ja so, dass schon durch wiederholte Chemotherapien das Knochenmark angegriffen sein kann. Mhm. Das passiert.
In dieser Situation, abhängig wieder von der persönlichen Situation, weil wir machen, ich hoffe, das kommt ein bisschen raus, wirklich maßgeschneiderte Therapien für jeden. In dieser Situation können wir auch dann entweder so eine Embolisation oder eine Chemoembolisation zum Beispiel anbieten, um, ich sag mal, eine Art Ferien von den normalen Chemotherapien zu ermöglichen. Das können wir deswegen tun, weil wir lokal arbeiten, weil die Belastung für den restlichen Körper relativ gering ist und weil wir auch andere Medikamente, die eben nicht so viel Nebenwirkungen auf das Knochenmark machen, verwenden können. Wir machen das durchaus als eine Pause zwischen den verschiedenen Zyklen Chemotherapie. Ja, und hat das jetzt etwas zu tun mit einer bestimmten Methode, die Sie dabei noch anwenden? Oder sind das die Methoden, die wir eben schon hatten? Also im Wesentlichen ist es schon die Methode der Ja. Chemoembolisation, die wir angesprochen haben, die ist dafür in der Regel am meisten geeignet. Vielen Dank für dieses Interview. Sehr gern, vielen Dank für Ihre Zeit. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen und auf YouTube. Machen Sie es gut.